Wir fahren weiter in ein kleines Gebirgsdorf. Jeder Ort hat seinen wichtigen Dealer, erzählt unser Reiseführer. Hier wohnt aber der größte Drogenhändler der ganzen Gegend. Man nennt ihn den Kommandanten. Er ist ein enorm wichtiger Mann. In diesen neuen Gebäuden sind über 7 Tonnen Hasch deponiert, wert weit mehr als 7 Millionen Dollar. Dieser Geldsegen aber kommt nicht bis zu den armen Bauern. Im ganzen Gebiet hier wird Haschisch angebaut, überall, zeigt uns dieser Bauer. Ich selbst habe kein eigenes Land, denn ich bin arm. Aber die Reichen haben ihre Häuser hier. Gibt es hier viele reiche Leute? Hier? Ja, viele. Fahren Sie Mercedes-Wagen? Ja, Mercedes und Lastwagen, alles. Sie haben Geld. Kontrollieren die auch die Haschschiffe nach Europa? Ja, alles. Nach Europa, Afrika, Algerien, überall in der Welt. Es gibt anscheinend keine Gerechtigkeit im Riffgebirge. Einige Leute haben Millionen, viele sind Millionäre. Und es gibt hier arme Leute, viele Arme und viele Reiche. Wir fahren nur ein kurzes Stück, da werden wir schon wieder angehalten. Was soll das, schimpft dieser Mann. Ihr kommt mit der Kamera hierher und macht Schwierigkeiten. Weg mit der Kamera. Hier in den Bergen weiß jeder alles über den Drogenschmuggel. Selbst in dem kleinen Nest Chauen kennt jeder ganz genau die Preise, die in Deutschland und Holland für Hasch und Opium gezahlt werden. Ich mache eine Stichprobe und sie rasseln fast die aktuellen Preise wie Börsenkurse herunter, ganz gleich, ob ich die Alten frage oder die Jungen. Und dann bieten auch sie mir ganz offen Haschisch an, ob ich den Besten will, die spanische Qualität oder anderen billigeren. Für den Besten verlangen sie über 1000 Dollar. Aber wir müssen vorher noch den Transport hierher organisieren. Von hier nach Europa ist das alles kein Problem, versichern sie mir. Wir haben die richtigen Verbindungen. Als ich frage, ob sie Mulis einsetzen, da lachen sie mich fast aus. Wir fahren mit großen Lastwagen und wenn es sein muss, auch mit Militärfahrzeugen. König Hassans Schokolade heißen diese gepressten Haschziegel. Sie sind leicht zu transportieren mit dem Flieger nach Amerika, klärt Rashid uns auf. Von den Bergen wird das Haschisch an die Küste gebracht. Von da geht vieles noch mit kleinen Booten nach Europa. Damit verdienen sich die Schmuggler ihren Lebensunterhalt. Die Mafia und die großen Drogenhändler aber haben sich schon längst andere Wege und Kanäle erschlossen. Wie viel er verdient mit so einer Tour, frage ich diesen kleinen Schmuggler. Mit der Schokolade? Nicht viel, aber sonst haben wir ja nichts zu tun. Die Leute tauschen Heroin gegen Schokolade, fügt der zweite hinzu. Das Heroin kommt aus Holland nach Spanien und von dort hierher. Diese Schmuggler sind zwei Brüder aus einem kleinen Fischerdorf. Heute Nacht wollen sie zusammen mit einem dritten Partner 10 Kilo Haschisch illegal nach Europa schaffen. Es ist nicht viel, aber damit macht jeder von ihnen mehr als das Doppelte seines Jahresverdienstes. Ihr einziges Problem ist, dass sie nicht genug Geld haben, um sich den Weg freizukaufen. Sie sind reichlich nervös. In ihrem Unterschlupf fühlen sie sich auch nicht sicher. Einer schiebt vor der Tür Wache, während der andere versucht, die Zeit mit Smalltalk totzuschlagen. Thema natürlich Rauschgift und wie gut das Opium aus Marokko ist. Der jüngere der Schmuggelbrüder drängelt. Sie müssen zum vereinbarten Treffpunkt, einen Café, um die heiße Ware abzuholen. 2 Kilo Schokolade in handlicher Ziegelform haben sie schon organisiert. Er zeigt sie mir voller Stolz. 10 solcher Päckchen wollen sie schmuggeln. Als er die beiden Päckchen mitnehmen will, schnauzt ihn der ältere Bruder an. Lass sie hier,